Ja, guten Tag, liebe Leute. Im Vordergrund gerade eingetrudelt. Aston Genesis CSXT Caboose. Ja, was soll ich sagen? 3 Jahre, 2 Monate drauf gewartet. Ja. Sag ich mal so ganz pauschal. Ich glaube, dass das mittlerweile völlig normal ist, denke ich mal so. Ich reg mich da auch nicht mehr drüber auf. Was dann kommt, kommt und was nicht, das kommt dann nicht. Dann soll es auch so sein. Da habe ich mich mit arrangiert und rege ich mich nicht mehr drüber auf. Hat keinen Zweck. Das geht nur auf meine Nerven. Ändern kann ich an der Geschichte sowieso nichts. Aber egal. Wie heißt es noch? Was lange wird oder was lange dauert, wird. Nee, was. Wie heißt das jetzt noch? Was lange währt, wird endlich gut. Ne? Irgendwie sowas in der Regel. Ist doch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Machen wir das gute Stück mal auf. Es ist nicht die Soundversion. Aber das werden wir gleich alles feststellen in diesem Video. So, kennt ihr das normale Prozedere hier? Bla bla bla. Sign up for Essen News. Ja, habe ich schon längst. Ich kriege von Essen immer. So, was haben wir hier noch wieder? Warranty. 1 Year Limited. Bla bla bla. Wenn das sowieso kaputt ist, kann ich mir das ans Bein nageln. So. Das habe ich ja letztens schon bei der anderen auch schon gehabt. Das ist auch alles nicht so. Ja, das ist wieder das Typische. Da habe ich letztes Mal auch mitgesessen. So. Reverse Secondary Marker. Es ist ein bisschen, wenn man das hier so sieht, ich finde es ein bisschen undeutlich. Hier steht zwar dann auf einmal NCI. Hier steht auf einmal Tsunami Sound Car. Hätte man vielleicht ein bisschen besser machen können, finde ich, ne? Aber ja, gut. Ich will auch nicht zu viel hier rumnöseln. Ich weiß, ich bin da immer ziemlich, aber ich sehe das auch mal ein bisschen aus der anderen Sicht, wenn da wirklich jemand sich sowas kauft und der ist noch nicht so bekannt mit der Geschichte, der weiß doch gar nicht, was los ist. Ne? Der weiß doch wirklich gar nicht, was los ist. So, jetzt machen wir das mal auf. Was haben wir hier denn noch für eine. Keine Ahnung bis jetzt. Kann ich euch so noch nicht sagen. Muss ich mich selber reinfummeln, was das jetzt ist. So. Die sieht richtig schön aus. Heiland. Die sieht richtig schön aus. Guckt euch mal da. Das sind diese Details, ne? Diese durchgebrochenen Laufstege. Vorsichtig, Herr Alvis, dass das nicht runterplumpst. Ja. Holen wir das Ding mal vorsichtig raus. So. Ich traue mich das gar nicht anzufassen. So, das ist dieses Operation Lifesaver Schrieben. Gab es mal, jetzt muss ich gut überlegen, von Essen auch, aber das waren diese ganz alten Modelle, das ist bestimmt, ich weiß nicht, wie lange her, das waren, aber wisst ihr wohl, da war noch nicht mal Verglasung drin in den Cabooses, das war wie ich nichts, ne? Das war wie ich nichts. Ne? Hier könnt ihr auch sehen, ich weiß nicht, kann man das sehen? Grüne Innenausstattung, alles drin, ne? Operation Red Block, das haben sie richtig gut gemacht.
Dann guckt euch mal die Details an. Also das, ja. Was man hier natürlich jetzt vermisst, ist dieses Licht da oben, ne? Dieses Blinklicht. Dieses, wie heißt es jetzt noch, IOD? Ich weiß nicht, ob die, ich bin jetzt auch wirklich überfragt. Da habt ihr mich jetzt auch, da weiß ich jetzt auch nicht. Müsste ich alles nachgucken, ob diese wirklich so korrekt sind. Aber ich schätze mal, dass Essen da schon seine Hausarbeiten gemacht hat. So, jetzt könnt ihr das Stück mal von unten sehen. Wie das mit der Stromaufnahme gelöst ist, das ist wirklich nicht schlecht. Das haben die wirklich nicht schlecht gemacht. Auch die Details unten, das ist richtig, richtig fein, ne? Das sehe ich jetzt gerade erst. Drehgestelle sogar bedruckt, ne? Haben natürlich diese kleinen Radsätze, die 33er. Ja. Jetzt wollen wir das Ding gleich mal aufs Gleis stellen. Dafür muss ich natürlich da ein bisschen so. Strom haben wir schon mal. Ja, ich weiß jetzt nicht, was die Caboose jetzt überhaupt an Lichtfunktion hat. Eigentlich kann es nur die Innenausstattung sein. Siehst du, ich wollte gerade schon, ich muss ihn unterbrechen, ich muss ihn kurz unterbrechen. Ich wollte gerade schon Wetten abschließen, wie lange es dauert, bis irgendeiner von meinen Mitmenschen mich hier wieder in dem Video stört. Ich weiß nicht, ob man das gerade im Hintergrund gehört hat. Da hat jemand wieder die Tür zugehauen, dass in der Heide die Grashalme wackeln. Hey, Junge, es Mitmenschen gibt es, die gibt es gar nicht. Ja, also. Moment. Drei. Ja. Aha. Warte mal, ich mache das Licht mal aus. Vielleicht kann man. Ich muss jetzt eben die Kamera. Seht ihr das wieder nicht? So, jetzt muss ich gleich das Licht eben ausmachen. Ein bisschen höher stellen. Zit. Wartet mal. So. Da haben wir dann unsere Beleuchtung. Da passiert jetzt nichts. Moment. Reagiert gar nicht. Aber Beleuchtung ist an. Vielleicht geht das automatisch. Ich weiß es nicht. Muss ich mich auch noch reinklamüseln. Aber ihr könnt ja schon mal sehen. Da habt ihr Beleuchtung. Und da könnt ihr auch sehen. Hier kann man jetzt nicht sehen. Also Beleuchtung ist da drin. Ist natürlich nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Ist ein bisschen zu, nach meinem Geschmack, ein bisschen zu schwach. Aber das waren ja damals bei der anderen, war das schon genauso. Da war auch von der Beleuchtung kaum was zu sehen. Und die Tangent-Cabooses haben das ja auch. Da benutzen die viel zu große Widerstände. Warum die das machen? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Kann ich euch nicht beantworten, warum das so gemacht wird. Wenn man damit mit 1 Kilo-Ohm arbeiten würde, dann wäre man immer auf der sicheren Seite. Sage ich jetzt mal so. In meinem jugendlichen Leichtsinn. Aber naja. Es ist eine schöne Caboose. Gefällt mir richtig gut. Vor allen Dingen, die passt auch in mein Zeitschema rein. Weil ich ja dieses Early CSX mache, mit diesen, habt ihr ja gesehen, mit den grau-blauen Loks. Ja. Wie gesagt, mit der Beleuchtung muss ich mir noch im raussuchen, was ich noch machen werde. Ich werde diese
McHenry Koppler werde ich tauschen gegen Cadiz. Das ist natürlich schon mal klar, ne? Hier könnt ihr noch sehen, die Trainline Holes. Ja, und die ganzen anderen Griffstöcke, das ist alles wirklich sehr filigran und fein gemacht. Das kann man sagen, was man will. Ne? Rollt auch ziemlich, ja, rollt ziemlich leicht, muss ich sagen. Gefällt mir richtig gut. Ja. War nicht ganz billig, gebe ich zu. Hab natürlich, ja, was soll ich sagen, das über einen deutschen Händler bestellt. Deswegen auch die lange Wartezeit, aber egal. Ich hätte es natürlich, hätte die schon längst haben können, aber naja, ihr wisst ja alle, was ich meine. Gut, dann wollen wir die mal jetzt eben wieder einpacken. Oder wollen wir gleich erstmal die Cadiz wechseln? Ja, ich glaube, das können wir gleich erstmal machen. Da werde ich mir erstmal hier mal. Das werde ich als erstes machen. Dann habe ich das nämlich auch von der Backe. Und dann wollen wir mal gucken. Da werde ich den heute Abend mal fahren lassen mit der GP38. Und dann mal gucken, wie sich das verhält. Und dann werde ich nochmal sehen mit der. Mit der Beleuchtung, wie das funktioniert. F0 ist Headlight. Forward Secondary Marker habe ich nicht. Reverse Secondary Marker habe ich auch nicht. Headlight habe ich auch nicht. Interior Lights. Auxiliary Lights. Ah, das ist M. Ja, jetzt weiß ich, woran es liegt. Okay. Okay. Das muss man auch wissen. So, F0 habe ich ja gar nicht. Weiß ich, muss ich das Licht mal wieder ausmachen. Aha! Habt ihr es gesehen? Es ist nicht F0, es ist F5. Das Blöde ist jetzt, F0 ist hier auf meinem Regler natürlich eine Dampfpfeife. Warum, weiß ich auch nicht. Das muss ich im Umprogrammieren. Das ist natürlich jetzt ein Taster, aber ihr könnt sehen, es funktioniert. Also sitzt da wohl ein Decoder drin. Okay, haben wir das auch wieder gelöst. Klar, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, ne? Also ist die, jetzt begreife ich das auch, die linke Seite, die ich vorhin gezeigt habe mit der Bedienung. Ah, Moment, Moment. Tables. Function. F5. Gucken. Wenn Output 5. Moment, Moment. Standard on off. Mass Light und der Single Strobe. Ditch Light. Ja, jetzt weiß ich auch schon, was es ist. Das ist nicht auf volle Lichtstärke. Da kann man bis 63 gehen und der ist irgendwie Standard auf 24 eingestellt. Von daher ist das nur so ein bisschen gedimmt. Naja, wenn man das dann liest, dann weiß man es. Also die linke Seite, die Beschreibung habe ich ja gerade gezeigt. Da sagte ich ja noch NCE und Soundtracks. Also die linke Seite war für diese reine Beleuchtungsgeschichte, weil dies ist keine Soundkabus, die gibt es ja auch noch, dann kann man die mit Geräusche bekommen. Also ist hier jetzt nur ein reiner NCE-Decoder drin verbaut. Und auf der rechten Seite, wenn man dann die Soundversion hat, ist ein Soundtracks-Decoder verbaut. Naja, gut. Das mal dazu. Sind wir auch wieder schlau. Naja. Gut,
Das soll es jetzt soweit gewesen sein. 15 Minuten schon wieder gelabert. Ja. Schicke Caboose. Passt zu meinem Schema. Passt zu meiner, zu meinem Love Shack. Die muss ich, glaube ich, auch mal wieder ausgraben. Ne? Die ist, ich weiß, wo sie ist. Noch keine 5 Meter von mir entfernt steht sie. Die muss ich mal wieder, auch mal wieder laufen lassen. Weil die kennt mittlerweile, glaube ich, auch keiner mehr. Wenn ich sage, Love Shack, dann gucken sie mich alle nur blöde an und grinsen. Ne? Der eine wird das vielleicht noch wissen, der wird sagen, oh ja, das ist die CD gewesen von B-52s. Ja, die heißt auch so. Aber das ist 20 Jahre her. Das ist ein anderes Thema. Nee, Love Shack war auch eine Caboose von CSX. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist aber eine andere Geschichte. Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt wieder rein, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin, schönes Wochenende und tschüss.